Es muss doch irgendeinen Weg geben, diese blöde Tür aufzukriegen. Moment. Kann ich die bewegen? Och nee. Wenn das jetzt funktioniert, ne? Na toll. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück im nächsten Teil. Im letzten Teil habe ich ja verzweifelt hier irgendwie alles versucht, bin aber nicht drauf gekommen, dass man den Stuhl benutzen kann. Bin dann wie blöde durch die ganze Wohnung nochmal geirrt. Und habe jetzt zumindest eine Tür öffnen können. Wo hab ich mich jetzt gerade erschreckt? Oh. Das hört sich irgendwie nicht gut an. Ich weiß nicht, was das jetzt mit dem Bild auf sich hat. Hase? Bär? Ist das mein Herzschlag? Oder der von jemand anderem? Ich bin mir nicht sicher. Da ist, glaube ich, das Zimmer von meiner Mutter. Aber das kriegen wir so nicht auf, ne? Und hier ist auch kein Stuhl oder so. Was haben wir denn hier? Kann man das nehmen? Können wir das. Also ich glaube, nehmen können wir das nicht, wenn. Oh, was ist das? Da hat wohl einer mal was kaputt gemacht. Und ich glaube, draußen ist Gewitter. Ich gebe zu, das hat mich jetzt erschreckt. Ist das jetzt mein Herzschlag oder ist das jetzt nicht mein Herzschlag? Ich weiß es nicht. Ich müsste aber theoretisch hier hochkrabbeln können, oder? Habe ich den Bären habe ich gar nicht mehr. Ich kann den Stuhl bewegen. Ach so, kann ich den nach draußen bewegen? Das wäre mal auszutesten. Hallo? Ich sehe nichts, aber ansonsten, ich weiß noch nicht mal, wo die Tür hier offen ist und schieb, schieb. Anscheinend kann man den nicht nach draußen bewegen, okay. Ich brauche Licht. Teddy. Was war das? Geht's übrigens noch weiter? Ich weiß aber nicht, ob man das hier raus. Das kann man rausziehen. Komm ich da hoch? Ja. Mich da. Muss ich das jetzt hier? Nee, so ist es rausziehen, nicht reinziehen. Bleibt aber nicht draußen. Das bleibt draußen. Kann ich da hoch? Okay. Hier auch. Okay. Da ist schon wieder so ein Bild. Ich hoffe, ich falle jetzt nicht, wenn ich jetzt wieder zurückgehe. Ich kann auch gar nicht zurückgehen. Hä? Möchte hier runter. Ah, danke. So, was ist das? Weiß ich nicht. Okay.
das ein Kleiderschrank oder sowas? Sieht so aus, ne? Da hinten sind die Schuhe. Hier sind auch nochmal Schuhe. Hier ist auch nochmal ein Bild. Was das mit den Bildern auf sich hat, weiß ich noch nicht. Oh, da kann ich die Klinke drücken. Hä? Habe ich da jetzt jemanden stehen gesehen? Nee. Aber wieso... Das abgeschlossen oder wie? Also das scheint irgendwie der Kleiderschrank von Mama zu sein. So. Kommen wir da hoch? Komm mal her, Stuhl. Es hat zwar eben nicht geklappt, aber vielleicht klappt es ja jetzt. So. Ja, nicht so. Oh, dieser Stuhl. So. Komm ich da jetzt hoch? Komm ich immer noch nicht hoch. Doch, jetzt. Okay. Was ist das? Ein Bild. Okay, also kann man nichts machen auf jeden Fall. Ich laufe mal über die Tastatur. Ist ja nicht so schlimm. Kann ich hier was anmachen? Auch nicht. Hier irgendwie. Kann ich auch nicht. Okay. Dann gehen wir mal wieder runter. Jetzt habe ich den Überblick verloren. Moment. Den Besen hier können wir nicht wegtun. Oder können wir das nur im Stehen? Das weiß ich jetzt nicht. Nee, auch nicht. Was sind das immer für komische Geräusche? Das ist auf jeden Fall Mamas Schlafzimmer. Aber ich habe hier nichts, was ich da hinschieben kann. Um, oder kann ich den... Ja, aber den Stuhl kann ich nicht durch die Tür schieben, oder? Oder? Nee. Naja, ist irgendwie gesperrt. Also das geht auf jeden Fall schon mal nicht. Hm. Da kann ich ja auch nichts rausnehmen. Die Heizung können wir auch nicht schieben. Die ist ja fest montiert. Ah, dieses Spiel treibt mich jetzt schon in den Wahnsinn. Aber nur, weil man einfach nicht weiß, was man jetzt wohin schieben kann. Moment, hier waren wir jetzt noch nicht drin, oder? Doch, Moment, da waren wir doch schon drin. Da kommen wir aber nicht in Mamas Tür rein. Hm. Ist aber auch nichts, was uns irgendwie hilft. Das sind Mäntel, aber... Ein Schuh. Ach, das ist ein Tresor. Jetzt sehe ich das erst richtig... Was eine Ecke? Ah, Moment, ein Bild. Okay. Warum geht das jetzt nicht weg? Was ist das immer? Immer wenn ich hier rumlaufe. Was muss doch...
Moment, jetzt komme ich gerade von der Seite, oder? Es muss doch eine Möglichkeit geben. Ich denke mal, vorne die Tür ist einfach nur versperrt. Also, dass es deswegen diesen Weg hintenrum gibt. Hier geradeaus war das, genau. Das heißt, es muss dann doch auch eine Möglichkeit geben. Ich kann einen Schuh werfen, toll. Das heißt, es muss dann doch auch eine Möglichkeit geben, diese scheiß Klinke hier zu öffnen. Ich meine, ich würde ja sagen, ich ziehe die Dinger da raus, aber die sind ja nicht vor der Tür, ne? Also hier ist die Tür. Ah, das Große ist vor der Tür, aber... Komme ich so nicht hoch, oder? Ich meine, das ist viel zu weit weg. Wir könnten es mal probieren. Ich habe ja immer Angst, dass das Ding zusammenbricht. Kann ich hier hoch? Ja, da kann ich anscheinend nicht hoch. Ach, die kann ich noch ein ganzes Stück weiter hoch machen. Okay. Dann schauen wir mal eben kurz. Die Sachen kann ich nur aufheben. Da hinten, das ist so Staub irgendwie. Ja, da komme ich nicht. Da komme ich ran. Oh, na toll. Ich bin hier schon 5-mal durch die Gegend gelaufen. So, damit wir hier noch ein bisschen was Platz haben. Mama? Mama, bist du da? Ich glaube, da ist was da, aber ich glaube nicht, dass das die Mama ist. Mama? Bist du da im Bett? Was war das? Hallo? Hallo? Ist da jemand oder etwas? Warum ist die Tür wieder zu? Okay, sie ist nicht hier. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Mama ist weg. Erst hat man dich entführt und in die Dings getan. Oh, hier ist noch ein Bild. Keine Ahnung, was das mit den Bildern auf sich hat. Wahrscheinlich irgendwelche Geheimnisse oder sowas. Ich weiß nicht, warum du unter Mamas Bett liegst. Komme ich gar nicht durch. Da läuft doch jemand, oder? Hallo? Komme ich hier nicht mehr raus? Oh, meine Vermutung war richtig. Mama und Papa haben sich getrennt. Vielleicht kommt Papa jetzt, um uns alle umzubringen. Oh. Das... Das ist irgendwie kein gutes Zeichen, oder? Muss ich hier hin? Oh, was ist das? Eieiei. Hallo? Hallo?
Ich traue mich gerade gar nicht raus, weil ich nicht weiß, ob ich hier sterben kann in dem Spiel. Wir krabbeln mal mutig weiter. Ich meine, wir sind jetzt 2 Jahre alt. Ne? Wir haben eine neu gewechselte Windel. Soll das schon passieren? Oh, was ist da? Teddy? Siehst du das auch? Kommen wir dann mit zum Land hinter den Spiegeln? Ich weiß es nicht genau. Aber ich würde sagen, Teddy, dass wir hier mal einen Cut machen in dieser Folge. Und, ja, dass wir uns den Rest dann wirklich in der nächsten Folge ansehen. Teddy, ich will da gar nicht runter, aber ich glaube, wir müssen, ne?